Was geht? Corey hier. Willkommen bei Einfach Bibel lesen, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch erkläre, wie man einfach die Bibel liest und studiert. Auf eine ganz simple Art und Weise. Wir beenden heute Markus 3. Falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, Links sind alle unten in der Beschreibung oder einfach auf meinem Channel. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und ein Rückwärtssalto zu machen. Aber fangen wir an. Vers 31. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihn ausgerichtet wurde. Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen, und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Yes! Powerful! Ein paar wenige Verse, aber trotzdem sehr schön zu lesen. Sage ich. Sagt ihr vielleicht nicht. Weil das Einzige, was ihr gelesen habt, ist, also nichts gegen euch, was man das erste Mal liest, ist: Hier kommt seine leibliche Mutter, seine leiblichen Geschwister und sagen, also erstmal, falls ihr es nicht wusstet, ja, Jesus hatte Geschwister, also nachdem Jesus geboren ist, Jesus ist der Älteste, aber dann kamen auch noch Brüder und Schwestern raus. Wenn du das erste Mal die Bibel liest oder noch nie die Bibel gelesen hast, oder, ja genau, dann weißt du es wahrscheinlich nicht, aber ja, er hatte auch Geschwister, die waren halt nur ein bisschen weniger wichtig. Aber wir kennen auch Jakobus, der ist sehr wichtig gewesen. Und so weiter und so fort. Aber das Erste, was wir lesen, ist, seine leibliche Familie kommt und er findet es nicht so wichtig. Und zwar sehen wir, dass sie nach ihm fragen und dann kommt der Mittler, der wer auch immer da kam und zu Jesus gesagt hat: Ey, deine Familie da, die wartet draußen für dich, möchtest du nicht hingehen? Und Jesus sagt dann einfach: Hä? Wer ist schon meine Mutter? Wer ist schon mein Bruder und meine Schwester? Die hier um mich herum sitzen, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Und es ist halt für mich schön, für die Welt nicht, weil sie das die leibliche, das Blut, ne, das Leibliche immer an erster Stelle haben. Oder viele sagen immer, ja, Family first. Genau, das ist so das Motto, Family first. Und sie würden niemals sagen, ja, Freunde sind auf demselben Level oder sowas. Die kommen immer danach. Aber Jesus zeigt uns hier im letzten Satz: Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester. In anderen Worten, natürlich, es geht hier nicht um Tun. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht hier nicht um Tun, weil der Wille Gottes ist das Annehmen von ihm. Das Annehmen vom Blut Jesu Christo, das Buße tun und so weiter. Aber es ist nicht unbedingt so und so viel Bibel lesen, so und so viel beten, so und so viel. Darum geht es nicht. Aber ja, der Wille Gottes, die sind Brüder und Schwestern und Mütter und Väter. Väter steht hier nicht, aber auch das. Denn, was so schön ist und warum ich es so schön finde, in einer Gemeinde, in einer geistlichen Gemeinde, sind das alles deine Brüder und Schwestern. Du kommst irgendwo hin, zum ersten Mal in deinem ganzen Leben, in eine Gemeinde, und du kannst dir sicher sein, du wirst da aufgenommen. Wenn sie den Willen Gottes tun, wenn sie wirklich wiedergeborene Christen sind, dann werden sie dich annehmen. Leibliche Eltern, obwohl sie das auch machen, bis zu einer gewissen Phase, sind nicht für immer da. Sind irgendwann nicht mehr da. Und deshalb ist es so schön, hier einfach zu sehen, so, wir, und diesmal kann ich es auf uns auch anwenden, weil wir im letzten Video habe ich gesagt, so nicht alles, was wir lesen, können wir auf uns anwenden, aber hier, das ist etwas Ewigliches. Wir
sind in Jesus Brüder und Schwester. Du hast einen Mentor, vielleicht ist es dein Vater im Glauben, deine Mutter, die für dich sorgt oder sowas. Aber als Gemeinschaft ist einfach wunderschön. Also es ist, für mich ist es wunderschön, das zu hören. Und das ist eigentlich die tiefe Message hier in den kurzen Versen, die er hier äußert. Und zum Abschluss, ist ein bisschen kürzere Folge, aber zum Abschluss lese ich noch eine Seite aus God Question. Und das ist eine gute biblische Seite, die man nutzen kann. Und da kann man sich auch meistens Fragen anschauen und die durchlesen, die werden meistens sehr gut beschrieben und deshalb lesen wir die mal durch und dann sehen wir, was die geistliche oder was es bedeutet, ein Teil von Gottes Familie zu sein. Die Bibel lehrt, dass Jesus Christus und der Vater eins sind und dass er der einzige in die Welt gesetzte Sohn von Gott ist. Dieser familiäre Begriff indiziert, dass Gott Jesus als Familienmitglied sieht. Von neuem geborene Gläubige sind ebenfalls Mitglieder seiner Familie. Wie werden wir ein Teil dieser Familie Gottes? Wenn wir das Evangelium hören, unsere Sünden bekennen, unser Glauben und unser Vertrauen in Jesus Christus legen, dann werden wir in diesem Moment in Gottes Königreich hineingeboren als seine Kinder und werden zu Erben mit ihm in Ewigkeit. Während auf Jesus als den einzigen gezeugten Sohn Gottes verwiesen wird, wird auf Gläubige verwiesen als Kinder, die in Gottes Familie eingeboren werden und in Glauben wachsen und reifen müssen und als Söhne und Erben in seine Familie adoptiert wurden. Gottes unendliche Gnade und Barmherzigkeit wird in Epheser 1,5-6 aufgezeigt, wo steht, dass er uns dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Was erben wir als Kinder Gottes? Nicht weniger als das Königreich Gottes. Epheser 1, Vers 3 sagt uns, dass die Gläubigen mit allen geistlichen Segen an den himmlischen Orten durch Christus gesegnet sind. Diese geistliche Segnung ist unendlich, für ewig und liegt in Christus. Und durch Gottes Gnade erhalten wir als seine Kinder diesen Segen. Als irdische Kinder erben wir schließlich das, was unsere Eltern nach ihrem Tod für uns zurücklassen. Aber in Gottes Fall ernten die Gläubigen bereits die Früchte unseres Erbes, indem sie durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz Frieden mit ihm haben. Weitere Belohnungen unseres Erbes beinhaltet die Gabe des innewohnenden Heiligen Geistes ab dem Moment, wenn wir an Christus glauben. Dieser befähigt uns dazu, in der Gegenwart für Gott zu leben und im Wissen, dass unsere Erlösung für die Ewigkeit gesichert ist. Ein Teil von Gottes Familie zu sein, ist der größte Segen, den Gläubige erhalten, und dies sollte uns dazu bringen, in demütiger Verehrung auf die Knie zu fallen. Wir können niemals etwas dazu beitragen, um dies zu verdienen, weil es sein Geschenk von Liebe, Gnade und Barmherzigkeit an uns ist. Wir alle werden dazu aufgerufen, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes zu werden. Mögen wir alle auf diese Einladung mit Glauben reagieren. Aber ja, genau so sieht's aus. Wir gehören alle, die wir gläubig sind, zu einer Familie. Und damit ermutige ich euch, die Woche zu sehen, dass wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir eine Familie. Wir können miteinander quatschen, wir können miteinander streiten, aber wir sind am Endeffekt ein Team, eine Familie. Und damit belasse ich euch. Falls ihr noch Fragen habt, falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir machen dann nächstes Mal weiter mit Markus 4 und dann sehen wir uns. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.